Moin moin, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Sylt TV. Das Fundbüro der Gemeinde Sylt ist ab sofort online. Die Recherche nach Fundsachen kann nun von zu Hause aus erfolgen. Im nächsten Juni kommt das TV-Format Shopping Queen nach Sylt. Im Winter ist die Landschaft des Lister Ellenbogens ganz besonders reizvoll. Porsche auf Sylt eröffnet in einigen Tagen an der Khartoumer Landstraße eine Dependance. Wir hatten die Möglichkeit, ganz exklusiv hinter die Kulissen zu schauen. In Eichsum entsteht Wohnraum für Sylter Familien und das Team Sylt veranstaltete am vergangenen Samstag den Inselcup 2017. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Anschauen unserer Sendung. Eine gute Woche für Sie. Tschüss, bis nächsten Dienstag. Immer mehr Servicedienste der Gemeinde Sylt sind für die Bürger online durchführbar. Die Verwaltung zu digitalisieren ist ein großes Anliegen von Bürgermeister Nikolaus Heckel. Ab sofort ist nun auch das Fundbüro online. Rund um die Uhr kann nach verlorenen Dingen gesucht werden. Die Online-Recherche funktioniert immer und überall unabhängig von den Öffnungszeiten des Fundbüros. Fundsachen werden in allen Gemeindebüros der Insel angenommen und in den Verwaltungsstandorten am Bahnweg und im Rathaus. Fashionistas, aufgepasst, das TV-Format Shopping Queen kommt nach Sylt. Eine Casting-Agentur sucht für den Fernsehsender Vox Sylterinnen zwischen 20 und 70 Jahren. Wenn Sie bei der Styling-Doku mitmachen möchten, müssen Sie vom 11. bis zum 16. Juni 2017 Zeit haben und ganztägig für die Dreharbeiten zur Verfügung stehen. Außerdem braucht jede Teilnehmerin eine Shopping-Begleitung. Der Designer Guido Maria Kretschmer kommt nicht nach Sylt. Das Finale wird in Berlin aufgezeichnet. Alle Infos rund um die Bewerbungen für Shopping Queen finden Sie auf unserer Homepage. Am Freitag durften wir einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des neuen Porsche-Markenstandortes auf Sylt an der Khartoumer Landstraße werfen. Dort wird ab dem 13. Februar Gastgeber Mirko Rikas alle Fans dieser besonderen Sportwagenmarke im Showroom begrüßen. Dann nimmt der Markenstandort auf Sylt einen ganz besonderen Platz innerhalb der Porsche-Familie in Deutschland ein. Porsche auf Sylt ist was ganz Eigenes. Porsche auf Sylt soll kein Porsche-Zentrum sein, das heißt, wir machen keinen Fahrzeugverkauf, sondern wir wollen einen Sehnsuchtsort darstellen,
ein Ort für die Kunden unserer Marke, für Interessenten, für Kunden von morgen, für Fans. Für all die, denen wollen wir eine Heimat bieten, eine Heimat für Porsche-Interessenten. Wir wollen alle Facetten, die die Marke Porsche bietet, also Porsche Design, Porsche Drive, Porsche Drivers Selection, Fahrzeugbrasilien, all das wollen wir bieten und wollen damit starten. Wir werden am 13. Februar hier das erste Mal die Türen öffnen. Porsche auf Sylt empfängt seine Gäste in einem Ambiente, das ganz auf die Farben der Insel abgestimmt ist. Sandtöne, Blau und Weiß schaffen eine Wohlfühlatmosphäre. Genau richtig, um im Urlaub ohne Stress und Hektik sein Porsche-Wunschmodell zu konfigurieren. Übrigens wird zur großen offiziellen Eröffnungsparty im April der Hollywood-Schauspieler Patrick Dempsey erwartet. Er ist selbst Rennfahrer und Porsche-Markenbotschafter. Auf der Eichsumer Festwiese sollen Wohnungen für Insulaner gebaut werden. Im Ortsbeirat wurde durchaus kontrovers diskutiert, an welcher Stelle des Platzes, auf dem die Eichsumer Feste, wie zum Beispiel das Ringreiten feiern, gebaut werden soll. Unter anderem wurde die Verlegung des Spielplatzes vorgeschlagen. Die Entscheidung steht aber nun, im Norden wird gebaut. In den folgenden Sitzungen muss nun im nächsten Schritt geklärt werden, wie die Bebauung aussehen soll und wie der Wohnraum finanziert wird. Momentan sind zwei Häuser mit vier Wohnungen angedacht. Das Team Sylt hatte am Samstag zum ersten Inselcup 2017 sieben Fußballteams aus Nordfriesland und von den Inseln ins Sportzentrum Sylt-Ost geladen, vor voller Tribüne und bei freiem Eintritt wurde im Modus jeder gegen jeden gespielt. Angetreten waren der TSV Rot-Weiß-Niebüll mit der ersten und zweiten Herrenmannschaft, der TSV Amrum, der MTV Schwabstedt, der SC Norddörfer, der TSV Süderlügum, der FSV Wiek auf Föhr und das Team Sylt. Das Hallenfußballturnier verlief erfolgreich und am Turnierende siegte verdient der FSV Wiek auf Föhr mit 18 Punkten und 20 Toren, gefolgt von den Süderlügumern durch die etwas bessere Tordifferenz und dem TSV Rot-Weiß-Niebüll auf dem dritten Platz.